Am nächsten Tag bringen Cornelia Bauer und Peter Rothmeier ein Mädchen zur Wache, das sie auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch erwischt haben. So, dann kommst du mal zu mir. Warte, ich muss die... Ah, was ist mit dir? Peter. Komm, Mädchen! Hör mal, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was ist hier los? Du hast doch keine Chance, man muss doch mal irgendwann einsehen, wenn man verloren hat. Ja, das war so schnell. Sehr schön. Gehst vor? Ja, mach ich, komm. So, jetzt beruhigst du dich mal und dann setzt du dich mal da ins Büro. Pass mal auf, Mädchen. Ich sag dir eins. Schön locker bleiben, ne? Hier bin ich der Herr im Haus. Und wenn du dich daneben benimmst, dann kriegst du Schwierigkeiten mit mir. Und das willst du nicht. Jetzt setz dich da hin. Ja, genau. Hinsetzen und schön ruhig bleiben. Erstmal, ne? Pass mal auf, ich hab dir gerade was gesagt. Wenn das hier für dich schief gehen soll, dann hast du genau den richtigen. Oh, was? Du kriegst gleich Handfesseln angelegt, wenn das nicht aufhört. Das Mädel hat sich ja hier auf der Wache total daneben benommen. Ja, da war überhaupt kein Respekt vorhanden. Die hat hier Klamotten vom Schreibtisch geschmissen. Die wollte tatsächlich noch mal einen Fluchtversuch starten. Ich möchte gerne wissen, wie sie auf sowas kommt, dass das Erfolg haben könnte. Wie heißt du? Hallo, wir reden mit dir. Du bist Tatverdächtige in einem Einbruchdiebstahl. Ne? Ja. Du bist erwischt worden, bei diesen Aufbruchwerkzeuge festgestellt worden. Wir werden deinen Namen schon rausfinden, früher oder später. Das ist mir eigentlich Latte. Du kannst kooperieren, das wird dem Richter und dem Staatsanwaltschaft hinterher gefallen. Du kannst dich aber auch noch so weiter benehmen. Und das ist Käse, das geht für dich in der Urne, das sag ich dir. Guck mal da rein. So wäre besser für dich, wenn du mal was sagen würdest. Ne? Ich meine, immerhin haben wir dich ja auf frischer Tat gekriegt. Brauchst du nicht mehr abstreiten. Wie sieht denn aus? Bist du auch schon volljährig? Ich kann sagen, sieht ein bisschen jung aus, ne? Augenscheinlich nicht, ne. Werkzeug. Müssten wir schon einen Erziehungsberechtigten haben, ne? Ja. So sieht's aus. Ja, und Schmuck. Was ist mit deinen Eltern? Tja. Ja, tja. Ja, aber tja, rufen wir jetzt das Jugendamt an? Nein, bitte nicht. Das Jugendamt. Gehst du schön nein, okay. Nicht das Jugendamt rufen, wenn überhaupt meine Mutter Ilona. Ilona Hufnagel. Auf der Wache taucht nun die Frau auf, die angeblich die Mutter der jungen Einbrecherin sein soll. Ich bin Ilona Hufnagel, ich bin die Tante von Lena Bechtel, die müsste hier sein. Die Tante? Okay, ja. Wir hatten sie eben angerufen, ne? Ja, genau. Warten Sie mal, ich hol sie rein. Ich habe im halben Ohr mitgehört, die wäre die Tante. Kommen Sie mal rein. Ja. Und dann nehmen Sie mal Platz. Hey, Lena, was denn los? Oh, alles gut? Nee, Frau Hufnagel, gar nichts ist gut. Die Lena ist beim Einbruchdiebstahl erwischt worden. Wir haben auch Diebesgut in ihrem Rucksack sichergestellt. Das Dumme an der ganzen Sache ist, dass Silenia sich nicht zu benehmen weiß. Erstmal erzählt sie gar nichts. Ich hab nichts gemacht. Wenn sie was erzählt, ist dann auch noch gelogen. Denn sie hat gesagt, sie wären ihre Mutter. Wieso hast du gesagt, dass ich deine Mutter wäre? Ja. Wir haben noch keine Personalien. Gar nichts von ihr. Wie heißt sie? Also, das ist Lena Bechtel. Und ihre Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Es ist halt alles gerade ein bisschen schwierig, also für die gesamte Familie. Bitte erzähl Papa zusammen, nicht. Ja? Lena, bitte nicht. Ich habe deinen Vater schon informiert. Ich habe angerufen und er ist jetzt auf dem Weg hierher. Der Vater, also mein Bruder, der kümmert sich halt ganz alleine um seine drei Kinder. Und ja. Es aber ist halt alles das sein? Ich krieg voll Ärger. Die Lena, die wohnt hier in Köln, ne? Dann mache ich mal eben Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, wo wohnen Sie denn? In der Ringstraße 25a. Hallo. Ich bin der Vater von Lena. Hier, machen Sie, was Sie wollen mit ihr. Sie können sie bitte haben. Ich will gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Nee, Sie bleiben mal schön hier. Wie, hä? Kollege, kannst du mal eben gucken, bitte? Was ist da passiert schon wieder? Mit Polizei und so? Ja, ich habe keine Ahnung. Sie ist anscheinend irgendwo eingebrochen und... Eingebrochen? Ja. Willst du halt vorne hingehen? Herr Bechtel, was bringen Sie uns da mit? Die Sachen von meiner Tochter. Machen Sie, was Sie wollen mit ihr, bitte. Ich will sie. Nee, das will ich gar nicht. Da komme ich in Teufels Küche. Als der Herr Bechtel dann zur Wache kam, hat er mich tatsächlich überrascht mit seiner Reaktion. Ja, der kam nämlich hier hin und sagt, so, pff, hier haben Sie die Tasche von meiner Tochter. Machen Sie mit ihr, was Sie wollen. Ich will damit nichts zu tun haben. Dementsprechend musste ich erstmal mit ihm das Gespräch suchen, warum er hier so drastisch drauf ist. Hören Sie mal, in letzter Zeit macht sie nur solche Faxen. Erst Diebstahl bei einer Freundin, ihrer Mutter und dann, jetzt höre ich auch noch sowas, Einbruch. Versetzen Sie sich mal in meine Stelle. Ich bin... Was hat sie denn, was sagen Sie, bei ihrer Freundin, ihrer Mutter? Von ihrer Freundin, die Mutter, da hat sie Geld gestohlen, 300. Die Familie hat noch von einer Anzeige abgesehen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt nämlich keine Einträge. Richtig. Ich meine, ich mute ihr wirklich viel zu viel
zu in letzter Zeit. Ihre Mutter ist gestorben, ich bin alleinerziehender Vater. Das ist uns bekannt, ja. Und ich habe keine Zeit für sie und die Kinder. Sie übernimmt quasi die Rolle ihrer Mutter, aber... Gibt es denn irgendwelche finanziellen Probleme? Jetzt nicht vielleicht bei ihr, sondern innerhalb der Familie. Haben Sie irgendwie Ja, also ich schulde dem Vermieter die Nebenkosten, die Nachzahlung. Das sind um die 900 Euro. Über mehr reden wir aber nicht. Nein, mehr. Das ist ein überschaubarer Betrag. Genau. Genau. Und ich muss halt ran, damit ich das Geld irgendwie ranschaffe. Ich hätte dir aber auch geholfen. Und das habe ich dir oft genug gesagt. Du hättest dich nur melden müssen. Das immer, weil du alles alleine machen willst. Ja, grundsätzlich schaffe ich das ja auch. Aber jetzt bin ich halt ein bisschen in die prekäre Situation gekommen, dass ich dann dieses Geld gebraucht habe und dann noch mehr arbeiten muss. Aber deshalb, Herr Bechtel, ist es doch mit Sicherheit ein falsches Signal zu sagen, jetzt hat das Kind zweimal Mist gebaut und jetzt wollen sie die Kleine abschieben. Ja, aber da würde Diebstahl ich doch eher sagen. Ist ja eine andere Geschichte. Aber Einbruch... Das ist richtig. Aber aus irgendeiner Intention werden solche Taten hier begangen. Warum auch immer. Und da muss man dem Kind ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich habe die Kraft nicht für sowas. Dann lassen Sie sich Valentin, unterstützen. Das kriegen wir schon hin, wenn wir einfach gemeinsam daran arbeiten. Aber du kannst doch Linja jetzt nicht weggeben. Genau. Guten Tag. Guten Tag, Herr Lamprecht. Ja. Nehmen Sie Platz. Bin die Frau Bauer. Danke sehr. Sie sind ja von uns angerufen worden, ne? Ja, ich bin direkt hergekommen. Ja, Einbruch passiert bei Ihnen in der Wohnung, ne? Waren Sie schon drin, haben Sie schon geguckt? Nein, ich bin direkt hier hingekommen. Ja, wie gesagt, bei Ihnen ist eingebrochen worden. Von, jetzt muss ich mir gerade gucken, habe ich mir eben aufgeschrieben. Und zwar, die wohnt auch bei Ihnen im Haus. Linja Bechtel? Linja Bechtel, so. Kennen Sie die? Die haben auf jeden Fall bei Ihnen in der Wohnung auf frischer Tat ertappt. Das sind Mieter von mir. Ja. Oh je. Sie wohnen ja, wie gesagt, Erdgeschoss, ne? Und wenn sie mir das jetzt richtig erzählt hat, in der ersten Etage. Die Familie ja. Ja? Da haben Sie die Wohnung gemietet. Sind okay, Sie sich da sicher? Ja, wir haben sie auf jeden Fall in Ihrer Wohnung angetroffen. Ich habe hier auch ein paar Diebesgut-Sachen, die würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Weil bis jetzt sind wir noch nicht ganz so weit gekommen mit der Vernehmung. So, dann, das ist schon mal ansatzweise für Sie. Ist eine ganz schöne Menge. Gucken Sie mal. Aber nicht anfassen, bitte. Was will die denn ja dann damit? Also ist Ihnen zuzuordnen, ja? Ja, also die Uhr ist meine, aber der Rest ist Schmuck meiner Frau. Okay. Ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig, ne? Irgendwie dazu gerade jetzt in Ihre Wohnung einschalten. Irgendwie persönlich, dass vielleicht persönlich gegen Sie gerichtet sein könnte? Der Vater hat Mietschulden bei mir, der Nebenkosten wegen. Aber meinen Sie denn, das hängt damit das klingt dann, eigentlich hätte ich gesagt, das kann nicht sein. Aber seit die Mutter verstorben ist, ist der Vater mit den drei Kindern allein. Und die junge Frau aus der Familie hat wohl schon Scherereien bereitet. Das ist natürlich eine ganz schwere Situation für die. Und ich wollte ihnen auch entgegenkommen. Aber das fühlt sich jetzt wirklich an wie ein Stoß in den Rücken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ob das eine natürlich mit dem anderen zu tun hat, das wäre jetzt noch zu klären. Ja, der Kollege, wie gesagt, vernimmt auch noch drüben. Beziehungsweise es sind ja hier schon alle vor Ort. Bis ich nicht mit dem Herrn Bechtel gesprochen habe, würde ich gerne von der Anzeige absehen. Die sind sicher jetzt schon genug in Aufruhr. Ja, Herr Lambert, da muss ich Sie enttäuschen. Also das wird schon von Amts wegen verfolgt, ne? Sag ich jetzt mal, die Anzeigenerstattung erfolgt natürlich. Ja. Ich meine, ich kann das natürlich verstehen. Ich finde es toll, also was heißt toll? Ne, dass Sie jetzt Mitleid zeigen, aber das muss natürlich auch so ein bisschen alles gesühnt werden, ne? Das ist ja alles bedauerlich, aber Sie machen da ja auch nur Ihre Arbeit. Ja, absolut. Ja, Herr Lambert, die Tür habe ich schon aufgemacht. Mhm. Eben, die habe ich eben entsichert und dann können Sie, ja, Sie hören dann auch nochmal von uns. Okay, ja, tschö. Hey, Herr Linde, was wolltest du doch in mein Schlafzimmer? Lass mich bitte in Ruhe, bitte, Gregor. Das regelt Gregor, gleich zu Hause. Lass mich in Ruhe, Mann. Dann sehen wir uns halt gleich. Nein, wir sehen uns gar nicht. Was ist los, Schatz? Was ist los? Warte, Valentin. Warten Sie mal, hier, Sie bleiben mal hier. Was passiert? Was passiert, Schatz? Willst du sagen? Ein bisschen geschubst. Ein bisschen Geschubse? Rück raus. Ja, und warum? Nee, komm, dann mal alle zurück im Büro, bitte. Nehmen Sie Platz wieder. Nimmst du sie mit? Ja. Wir machen das gesondert. Mit ihm schon und Sie, ne? Mit ihm habe ich schon vernommen, ja? Sie warten noch einen Moment. Ja, ich brauche Sie gleich noch mal. Was war denn jetzt los? Was war denn? Okay? Ist auch die Tür wieder zu, da kommen Sie jetzt nicht mehr raus. Sag mal, was ist da los? Warum ist es laut geworden? Ja, ich kommen Sie mal an meine Seite, Herr Bechtel. Ich wollte nur auf Toilette gehen, mich kurz beruhigen.
Und dann kam er halt, ich wusste ja gar nicht, dass er da ist. Und dann kam er zu mir und meinte so, ja, wir sehen uns ja gleich im Schlafzimmer. Und dann Was hat der gesagt? Sagt der Typ, den du gerade vernommen hast? Das ist der Vermieter, ganz genau. Der war eh schon ein bisschen koscher. Und in die Wohnung bist du eingestiegen? Warten Sie mal, in die Wohnung bist du eingestiegen, in die Wohnung des Vermieters? Ja, weil wegen den 5.000 Euro Schulden, der Papa kriegt das ja nicht alleine hin. Jetzt sind das 5.000, gerade waren es sind 900. Was erzählt er dir da? Er meinte zu mir 5.000. Ja, und dann? Und was war jetzt mit den 5.000? Ja, da meinte er halt, ja, wir können das auch anders regeln, dass ich einmal mit ihm schlafe. Das kann doch nicht wahr sein. Linja, du bist aber nicht darauf eingegangen. Ich verstehe sie. Nein, deswegen bin ich eingebrochen. Ich wollte ihm nur helfen. Er stand Helena ja tatsächlich mit dem Rücken zur Wand. Ja? Sie will den Vater bzw. die Familie retten. Na? Die beiden kleinen Geschwister gehören ja auch noch dazu, um die sie sich Gedanken macht. Dann kriegt sie die Offerte, diese unmögliche, von dem Vermieter. Und da war so eine Kurzschlussreaktion. Hey, ich steig da ein. Ich klau ihm den Schmuck. Kohle hat er ja genug. Diesen Schmuck versetze ich. Somit gebe ich ihm dann das Geld, dem Vermieter. Meine Familie ist fein raus und einen Schaden, den hat der Vermieter eigentlich verdient. Bisschen um die Ecke gedacht, natürlich auch nicht legal, aber was bleibt dem armen Mädchen anderes übrig? Der Vermieter muss sich wegen versuchter sexueller Nötigung einer Minderjährigen verantworten. Das Verfahren gegen die 17-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Familie ist mittlerweile umgezogen.